Brüder und Schwestern, die Fastenzeit ist nichts Neues für euch, für mich auch nicht. Und das Evangelium, das wir gehört haben, braucht man nicht erklären. Jesus sagt, was zum Fasten gehört, wie es nicht aussehen soll und was man da eigentlich tun soll. Das eine, das seinen Jüngern nicht sagt, in dem Evangelium, was wir heute gehört haben, also nicht direkt, ist, wozu man eigentlich fastet. Also diese Tradition, vor großen Festen zu fasten, ist eine sehr alte. Es ist seit den Anfängen der Christenheit, haben sich die Christen auf besondere Ereignisse auch vorbereitet, auf die großen Glaubensfeste. Mal kürzer, mal länger, das ist nicht entscheidend. In dieser Fastenzeit, die umfasst 40 Tage, da muss man ganz genau rechnen, weil das nicht so offensichtlich ist, wie man zu diesen 40 Tagen kommt, aber das ist eine Rechenaufgabe, die ist uninteressant für das heutige Fest. Diese 40 Tage sollen uns an etwas erinnern, dass Jesus selbst gefastet hat. Bevor er nach Jerusalem geht, fastet Jesus 40 Tage lang. Aber diese 40 Tage erinnern auch an die 40 Jahre, wo das Volk Israel durch die Wüste geht. Und das ist zwar keine Fastenzeit für die Juden damals gewesen, aber es ist etwas Wesentliches dort auch zu sehen, was wir in der Fastenzeit tun sollten oder was die Fastenzeit für eine Bedeutung haben soll. Weil wir haben sowohl in der zweiten Lesung beim Paulus gehört, wie auch im Evangelium, also beim Paulus ist es ganz einfach. Wir bitten an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist einer der Zwecke der Fastenzeit, dass wir mit Gott in Verbindung kommen. Und dieses Fasten, das man auf sich nimmt, welche Art auch immer, soll eines bewirken, dass wir bereit sind. Und da muss man aufpassen, wie man fastet, weil man nimmt manchmal mehr, manchmal weniger auf sich. Und sehr oft ist es eine große Anstrengung. Und das ist auch nichts Schlechtes. Das sind so für mich so die zwei Begrenzungen fürs Fasten, wie man gut fastet. Es soll nicht zu leicht sein, es soll nicht zu schwer sein. Also irgendwo in der Mitte. Und es muss dir entsprechen. Aber warum Paulus diese Worte verwendet, das ist interessant zu sehen. Lasst euch mit Gott versünden. Also es ist nicht euer Werk, sondern ein Werk Gottes. Und so auch beim Fasten soll man wirklich darauf aufpassen, dass man sich nicht auf sich konzentriert. Weil das ist auch so eine Gefahr. Man passt auf, dass man, was weiß ich, wenn man sich vornimmt, kein Facebook zu benutzen. Zum Beispiel gibt es Leute, die das machen, dann passen sie den ganzen Tag lang auf, wenn sie andere Netzwerke besuchen, dass sie dieses eine nicht benutzen. Muss man schon aufpassen, aber da geht irgendwo der Sinn der ganzen Sache unter. Und dasselbe ist mit Essen. Wenn du dir vornimmst, auf irgendetwas zu verzichten, zum Beispiel zwischen den Mahlzeiten nichts zu sich zu nehmen, zwischen den Hauptmahlzeiten, ja, dann passen manchmal immer Leute so ganz irgendwie nervös darauf, dass sie ja nichts zwischen diesen Mahlzeiten essen. Und irgendwie verliert man aus dem Blick das, worauf die Fastenzeit vorbereitet. Und das ist auch, was mit den Juden passiert ist. Sie wurden in die Schule genommen von Gott. Es wird im Alten Testament schön beschrieben als eine Art von Strafe, aber Gott verwendet andere Worte dafür. Es ist eine Züchtigung, es ist eine Erziehungsmaßnahme für das Volk, weil sie sich unwürdig erwiesen. Aber Gott ist derjenige, der das anordnet und der dieses Volk nicht in das gelobte Land hineinlässt. Aber er stellt auch diesem Volk etwas in Aussicht. Wenn alle aus dieser Generation sterben, kommt ihr in das verheißene Land.
Und genauso ist es auch bei Jesus. Also wenn wir durch unser Fasten uns auf Ostern vorbereiten und wie er sich durch sein Fasten auf sein Wirken vorbereitet hat, da gibt's immer etwas, was man vor den Augen haben soll. Worauf soll dich das Fasten vorbereiten? Ja, dass du ein besserer Mensch wirst? Nein. Darum geht es nicht. Dass du schlanker wirst, darum geht's auch nicht. Dass du sorgsamer mit dem umgehst, was dir der Herr in die Hände gelegt hat, weit gefehlt. Du sollst dem Herrn näher kommen. Deswegen haben wir in diesem Psalm gehört, erbarme dich unserer Herr, denn wir haben gesündigt. Wir sollen unser Herz öffnen auf das Wirken Gottes. Wir sollen uns durch dieses Öffnen des eigenen Herzens darauf vorbereiten, was Ostern ist. Das, was wir jeden Sonntag eigentlich feiern. Damit dann nach Ostern auch jeder Sonntag so ein Ostern wird. Damit das, was du bekennst, auch in deinem Leben von Bedeutung ist. Nicht nur an den großen Festen, sondern jeden Tag. Also das ist der Anspruch, den Jesus erhebt, den Gott auch erhebt. Wenn man die Bibel genau liest, ist Gott ein bisschen anstrengend. Weil er sagt, ich nur und allein ich, niemand sonst ist der Herr in deinem Leben. Das ist das, was man im Alten Testament immer wieder liest. Und auch Jesus. Ich bin der Sohn Gottes. Kannst du dir das vorstellen, jeden Tag, nicht nur sonntags oder an großen Festen, aus dem Glauben heraus zu leben? Oder vielleicht hast du keinen solchen Glauben. Dann ist die Fastenzeit auch eine gute Gelegenheit dazu, ein bisschen diesen Glauben zu vertiefen. Und die beste Methode dafür ist, die Bibel zu lesen. Glaubt mir, das ist eine sehr bewährte Methode. Nicht so kompliziert, wie man denkt. Es gibt verschiedene Übersetzungen, lies die, die dir liegt, ist egal im Grunde genommen. Es geht darum, dass du auch dich mit deinem Glauben beschäftigst. Weil das Fasten alleine ist wenig. Zum Fasten gehört auch das Beten und man kann mit dem Wort Gottes beten. Nimm dir täglich einen Psalm vor und bete ihn einfach. Also lese ihn laut vor. Wenn es dir danach ist, wenn du das kannst, meditiere ein bisschen über diese Worte. Beten mit dem Wort Gottes. Da musst du nichts können, nur lesen halt. Das tun die meisten. Also ich vermute, alle, die hier sitzen, können lesen. Schneller oder langsamer ist nicht von Bedeutung. Und wenn du damit nicht zurechtkommst, wenn deine Augen schon zu schlecht sind, kannst auf YouTube oder irgendwo anders auch dir raussuchen. Da gibt's auch Videos oder Audiofiles, wo du dir das anhören kannst. Das ist das Zweite. Also das Erste ist Fasten, also auf etwas verzichten. Es soll nicht zu wenig sein, aber auch nicht zu viel. Dann dieses Gebet und das Dritte ist Almosen geben. Also deine Augen auch öffnen für die Not des anderen. Nur wenn man diese drei Dinge tut in der Fastenzeit, bereitet man sich auf Ostern vor. Wenn du eines auslässt, bereitest du dich auf irgendetwas vor, aber sicher nicht auf Ostern. Sicher nicht auf das Kommen Gottes in dein Leben. Und lass dich nicht täuschen, wenn du auf viel verzichtest und dich mit Gott nicht beschäftigst, dann drehst du dich nur um dich herum. Und das ist meines Erachtens eine ziemlich traurige Angelegenheit, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. Manchmal wird dich deine Familie aus dem Trott herausreißen, kann sein, aber meistens beschäftigt man sich nur mit sich selber. Gott möchte dich zu
eine Weite einladen, zu größeren Freiheit, dass du aus der Traurigkeit, die in jedem von uns hier oder dort manchmal zu finden ist, hinausgehst und die Augen öffnen kannst für das Schöne, was Gott dir im Leben vorbereitet hat, in dieser Welt schon jetzt. Das heißt nicht, dass irgendetwas einfacher sein wird, wenn du wirklich dich mit deinem Glauben beschäftigst, aber du wirst einen anderen Blick gewinnen. Also dieser Sinn, diese 40 Tage Vorbereitung ist ganz einfacher, sich auf Gott zu öffnen. Damit, wenn dann die heilige Woche beginnt, wenn der Palmsonntag stattfindet, wenn wir ihn feiern, damit wir wirklich mit weitem Herzen, mit offenem Herzen dieses Fest begehen können. Ich wünsche euch das wirklich vom ganzen Herzen, dass diese Fastenzeit Frucht bringt, nicht nur für euer Leben, nicht nur für dein Leben, sondern auch für deine Beziehung zu Gott und anderen Menschen. Damit es wirklich eine Fastenzeit ist, wie sie der Herr für sein Volk will. Eine Fastenzeit, die etwas in Bewegung setzt, die etwas verändert. Nicht nur dich, sondern die Welt.